Rekordhitze, extreme Trockenheit. Starke Winde fachen die Feuer weiter an. Immer größere Waldgebiete brennen ab, bis runter an die Wasserlinie. Tausende Anwohner und Touristen sind vor den Flammen auf der Flucht. Mindestens 80 Gebäude in dem australischen Bundesstaat sind niedergebrannt. Besonders betroffen Dunnelly, östlich von Tasmaniens Hauptstadt Hobart. Die Grundschule des Ortes in Schutt und Asche. Meine zwei Neffen haben beide ihre Häuser verloren. Mein Bruder verlor seine Mühle. Das sind Millionen von Dollar. Die Regierung verspricht schnelle Hilfe. Es ist eine verheerende Erfahrung für alle, die ihr Zuhause verloren haben. Und wir werden sie unterstützen, um das alles zu schaffen. Mehrere hundert Menschen wurden über Wasser vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Tausende sitzen aber noch in Brandregionen fest. Viele Straßen sind blockiert.